So, moin ihr Lieben. Moin, moin. Wir wollen heute Morgen den großen See umradeln und dabei auch einige Geocaches hoffentlich finden und locken. Ja, der große See befindet sich in Schleswig-Holstein und auf der Karte, wenn ihr da guckt, rechts von Hamburg. Das ist ein kleiner See, das sind vielleicht 11, 12 Kilometer rundherum. Aber da ist noch ein kleiner See dabei. Wie heißt der noch? Mönchteich. Mönchteich. Den nehmen wir dann auch noch mit. Das Wetter ist heute sehr gut. Wir haben wieder so knapp um die 20 Grad. Und was machen wir noch? In diesem Video zeigen wir euch auch, wie die Wegbeschaffenheit ist und ob dieser Kurs für kleine Kinder geeignet ist. Das ist ja auch wichtig. Ja, wir haben keine E-Bikes. Wir treten also noch mit reiner Muskelkraft. Diese Tour, die zeichnen wir auf und diese GPX-Datei, die werde ich dann auf unserer Homepage www.travelcycle.com zum Download bereitstellen, falls jemand Lust hat, diese Tour dann nachzumachen. Also, viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, denn. Wir starten unsere Tour auf einem Parkplatz südlich vom großen See. Das ist ein großer Parkplatz in der Nähe des Schwimmbades. Und als Ausgangspunkt gut geeignet. Hier links befindet sich das Schwimmbad und man kann schon sehen, lange Schlange. Wir fahren die Strecke gegen den Uhrzeigersinn. Gerade so schön am See entlang. Unseren ersten Geocache peilen wir jetzt an. Und gleich da. Und mal schauen, ob wir ihn finden. Der erste Cache haben wir nicht gefunden. Da ist auch viel Grünzeug hier. Offensichtlich ist es alles hier Zweckenhoheitsgebiet und da gehe ich nicht rein. Von daher müssen wir den mal als nicht gefunden abhaken. Schön, dass es hier auch einige schattige Passagen gibt. Gerade im Hochsommer, wenn es mal richtig heiß ist, kann man hier schön im Wald fahren. Der Boden ist hier ein bisschen geschottert, aber so weit befestigt, dass man problemlos mit dem Fahrrad langfahren kann. Ab und zu geht es hier auch ein bisschen hoch. Also den Druck muss man schon haben. Yep. Moin. Ja, ihr habt das schon mitbekommen. Den ersten Cache haben wir gefunden. Jetzt haben wir jetzt den zweiten im Visier. Jetzt geht es wieder ein bisschen Richtung See. Hier links ist der See. Ungefähr 50 Meter hier vom Weg entfernt. Man kann zwar vereinzelt durch die Bäume durchschauen, aber so einen richtigen freien Blick haben wir bis jetzt noch nicht. Vielleicht ändert sich das im Laufe der Tour. So, hier haben wir noch 230 Meter. Wenn ihr euch wundert, dass der Track einzelne Kreise zieht, dann liegt das daran, dass wir da einen Cache suchen. Das ist schon Party. Wie spät haben wir das? Oh was?
20 vor 11 schon. Da kann man schon mal ein bisschen Party machen am Samstag. Na, ihr seid bestimmt gespannt, ob wir den Cache gefunden haben. Nimm's mal vorweg. Ja, haben wir. Oh, jetzt hast du eine Kursabweichung. Aha. Auf zum nächsten Cache. Ja. Ja, das würde ich sagen. Hier ist ja der Bach, ne, den du meintest. Dann müssen wir dich umdrehen hier. Mach auf, da kann man durch. Ich würde aufmachen. Also umdrehen. Ja, dann können wir nur hier links fahren. Ja, da geht es hier zum Restaurant und versuchen wir es mal hier zu diesem Mönchsteich zu kommen. Na, hier geht es ein bisschen hoch. Da wird es vielleicht schon ein bisschen anstrengend. Und für ältere Leute sollte man vielleicht auch dieses Stück schieben. Aber ihr könnt es uns glauben, wenn es auch mal hoch geht. Daran, es geht irgendwann auch wieder runter. Dann kann man mal ein bisschen verschnaufen. Ui. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Mönchsteich. Mönchsteich, genau. Wunderbar, im Wald zu fahren. Hier im Mönchsteich ist offensichtlich auch so ein amerikanisches Restaurant. Ich denke mal, Burger satt. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Abstecher hin. Offensichtlich geschlossen. Da steht Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 12 bis 14:30 und 17 bis 22 Uhr. Samstag von 14 bis, das kann ich jetzt nicht lesen, und Sonntag auch geöffnet. Montag ist Ruhetag. Heute, jetzt um diese Zeit, 1. August 2020 mit Uhrzeit. 11.11 Uhr. 11.11 Uhr. Den 600. Cash. Ja! Yeah! Von diesem Moonshiner-amerikanischen Restaurant führt links ein Weg zum See. Es ist auch ausgeschildert. Und da fahren wir jetzt mal hin und gucken uns das mal an. Weiterhin schön durch den Wald. Hier liegen auch ein paar Baumstämme und Wurzeln quasi im Weg. Aber Silke passt gut auf. Gibt immer gleich Kommando, dass ich aufpassen soll. Und dann klappt das schon. Eben diesen Weg runter zum See, von diesem amerikanischen Restaurant, kamen wir zwar an den See, aber kam da auch nicht so richtig weiter.
Also mussten wir ein Stück umdrehen, ein Stück zurückfahren. Und müssen dann auf die K38, auf die Kreisstraße. Ich hoffe mal, dass da ein Radweg vorhanden ist. Gott sei Dank ist hier ein Radweg. Jetzt haben wir ein Stück hier an der Kreisstraße entlang und dann ein paar hundert Metern nochmal ein Cache. Und da geht es dann auch links runter zum Mönchsteich, um da eine kleine Strecke entlang zu fahren. Wir sind jetzt in Lütchensee. Haben wir gerade reingefahren. Und wir haben in 180 Metern Cache. Also geradeaus. Jetzt noch 160 Meter. Auf der rechten Seite scheint da hinten die Bushaltestelle endlich zu sein. Schauen wir uns an. Einkehrmöglichkeiten gibt es hier auch. Also für Durst und Verhungern wird keiner auf dieser Tour. Befanden wir uns am Nordstrand des großen Sees. Auch eine schöne Badestelle ohne Eintritt, Naturbad, was will man mehr? Wie geht mein Bildschirm nicht mehr an? So, hier links. Passagen sind hier zu befahren, quasi auf der nordwestlichen Seite. Hauptsache, kurz verschaltet, dann muss man trotzdem mal ein klein bisschen berg hochfahren. So, Gegenverkehr. Schieben wir mal ein Stück zurück. Schieb zurück. Dankeschön. Gerne. Danke. Gerne, gerne. So. Und weiter geht's. Hier können Sie aber auch mal ein bisschen schneiden hier. Weichlandpassage. Muss man auch immer wieder geschaut passen. Aber nicht weiter tragisch. Und wieder eine kleine Engstelle mit Gegenverkehr. Man wieder den See sehen. Hier fühlt man sich irgendwie zwischen zwei Grenzen, wie zwischen zwei Grenzen hier. Rechts ein Grundstück, links auch abgezäunt. Genau,
dass das so alles gehört hier. Aber wir sind noch auf der Route. Ne? Aber gleich nach GPS-Karte kommen wir wieder gleich irgendwie auf eine asphaltierte Strecke. Druck machen zum Ende hin. Verschaltet, Vorsicht. Ah, kann passieren. Hier weiterhin Schotter, aber etwas breiter zu befahren. Hier kommen wir wieder auf die Kreisstraße. Wir müssen nach links und erstmal den Straßenverlauf folgen. Das war Eintritt, 3 Euro, ne? 3 Euro Eintritt, du Erwachsener. So, was gibst du sagen? Wir sollen fliegen. Es ist jetzt ganz schön warm. Es ist warm. Es ist jetzt heiß in der Sonne, ja, das stimmt. Für die 13 Kilometer, ja, ging leicht bergauf, bergunter. Wir haben es noch geschafft. Wie ist dir so gefallen? Mittelprächtig, weil dicht am See war teilweise. Ja, teilweise konnte man den See nicht sehen, das stimmt. Vom Fahren war es teilweise auch recht hügelig, will ich mal nur sagen. Hügelig, ganz vorsichtig, mit kurzen, etwas härteren Anstiegen manchmal. Wir haben Bademöglichkeiten. Ja, hat man ja hier am Nordstrand und am Südstrand. Südstrand ist ja das Freibad. Nordstrand ist kostenlos, kann man da oben einfach wie irgendwo am See liegen und schwimmen gehen. Das war soweit okay. Ja, Parken ist im Nordstrand eher schlecht möglich. Das ist am besten, wenn man dann mit dem Fahrrad hinfährt. Also im Südstrand kann man hier gut parken, fährt dann mit dem Rad zum Nordstrand, wenn man da mehr das Urige will. Oder man fährt zum Südstrand hier gleich um die Ecke, wie so eine Badeanstalt eigentlich, auch so eine Badeanstalt Natursee, mit ne? Natursee, ganz genau. Ja, mir hat von der Zeit her, finde ich das gut, 3 Stunden haben wir gebraucht, wir haben ein paar Caches gesucht unterwegs. Sind auch eingekehrt, Möglichkeiten gibt es da unterwegs, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen, das gibt's alles, das war gut. Ja, also ich würde sagen, ich gebe dem eine 3, diese Tour. Und du? Das kommt hin. Einverstanden. Okay, das war's.
Wir sehen uns auf travelcycle.com. Ciao Leute. Ciao.